Klimatisierung. Der Dienst Klimatisierung ermöglicht es Ihnen, die Klimatisierung und gegebenenfalls auch die Scheibenheizung Ihres Volkswagen zu starten oder zu beenden. Ebenso regeln Sie mit dieser Funktion Ihre persönliche Wunschtemperatur für den Innenraum und speichern diese. Um diesen Dienst mit Ihrer CarNet-App zu nutzen, melden Sie sich dort bitte zunächst mit Ihren Zugangsdaten an. Tippen Sie anschließend auf den Dienst E-Manager, um Einstellungen für die Klimatisierung vorzunehmen. Wählen Sie den Reiter Klima, um die aktuelle Außentemperatur sowie die eingestellte Innentemperatur Ihres Fahrzeugs abzurufen. Durch Antippen der drei Punkte oben rechts auf dem Bildschirm erreichen Sie das Eingabefeld zur detaillierten Konfiguration Ihrer Klimatisierung. Um die Klimatisierung ohne angeschlossenes Ladekabel zu aktivieren, klicken Sie bitte auf den grauen Button rechts neben der Anzeige. Jetzt können Sie mit dem Schieberegler Innentemperatur die Wunschtemperatur für den Innenraum Ihres Volkswagen festlegen. Klicken Sie auf Fertig, um Ihre Einstellungen zu aktualisieren. Ist Ihre CarNet-App mit Ihrem Volkswagen verbunden, haben Sie die Möglichkeit, mit der Klimatisierung direkt zu beginnen. Klicken Sie hierzu auf Starten. Um die Klimatisierung wieder zu stoppen, wählen Sie den Button Stoppen. Durch einen Klick auf den rechten der beiden Startbutton aktivieren Sie Ihre Scheibenheizung. Um den Dienst Klimatisierung im CarNet-Portal zu nutzen, melden Sie sich dort zunächst bitte mit Ihren Zugangsdaten an. Klicken Sie anschließend im Bereich E-Remote auf den E-Manager. Wählen Sie nun den Reiter Klimatisierung, um zu allen Informationen und Einstellungsmöglichkeiten bezüglich der Klimatisierung Ihres Volkswagen zu gelangen. Klicken Sie links auf Klimatisieren starten, um die Klimatisierung zu aktivieren. Klicken Sie rechts auf Scheibenheizung starten, um das Heizen Ihrer Scheiben zu aktivieren. Nutzen Sie die Minus- und Plus-Symbole links und rechts der Temperaturanzeige, um die Zieltemperatur für den Innenraum Ihres Volkswagen zu konfigurieren. Ein abschließendes Klicken auf Speichern sichert Ihre gewählten Einstellungen.